Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin's Matthias und heute geht es um den Chevrolet Bel Air und wir wollen mal schauen, was möglich ist mit dem Auto, wenn es voll aufgetuned ist, weil es ist eigentlich so ziemlich eines der langsamsten Autos im Spiel. Aber mal schauen, was es unter der Haube hat, wenn wir es komplett auftunen. Und dann fahren wir direkt zum Händler. So, in der Garage angekommen. Tune wir das Auto jetzt mal voll überschafft. Das Einzige, ich tune das Auto jetzt so gut wie es geht auf, ohne Heat-Teilen, die man sicher spielen muss. Das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied, weil die äußerst schneller machen. Dann schauen wir, was geht. So, die Karre ist jetzt komplett aufgetuned, also so gut es halt geht. Ich habe jetzt alles auf Elite Plus genommen, abseits von dem Heat-Teil. Habe jetzt noch gute Bremsen reingehaut, also eigentlich alles was halt geht, da macht es keinen Unterschied, ob es jetzt lila oder blau ist, kommt aufs Gleiche. Und wir sind am Ende bei 325 angekommen, also das ist das Maximale, was ihr auftunen könnt beim Chevrolet Bel Air ohne den High-Heat-Teilen, die man halt bei den High-Heat-Rennen freischalten kann. Und dann gehen wir mal raus auf die Strecke und schauen wir mal, was das Baby drauf hat, weil ein Chevrolet Bel Air 1955er Baujahr ist so ein verdammt geiles Auto, kennt man aus den alten Mafia-Spielen. Und 23.000 hat es gekostet und jetzt schauen wir mal, womit wir mit verdammt viel Tuning, was man aus diesem Auto rausholen kann. Na? Schaut schon mal, Orgel Beschleunigung eigentlich, gedacht, dass es so ein Auto ist. Aber wenn ihr rechts lange gedrückt hält, die Richtungstaste, könnt ihr euch auch anschauen. Das Live-Tuning. Top Speed steht 349 km/h und eine Viertelmeile in 10,5 Sekunden. Die Werte sind extrem, ja, sie sind jetzt nicht extrem gut. Das wäre ein bisschen übertrieben, aber sie sind auf jeden Fall in Ordnung. Gehen wir einfach mal. Eieiei, also die Karre hat auf jeden Fall was drauf und dann testen wir noch kurz die Gerade da, mal schauen wie lange es dauert bis wir irgendwo dagegen fahren, damit wir mal da einen gescheiten Speed erreichen. Ja, okay, gut bergauf ist jetzt nicht so gut. Also so sieht die Karre schon mal extrem geil aus, kann man ja nichts sagen, ist verdammt billig und für das, dass man es voller Wäsche auftunen kann, ist sie jetzt auch nicht so langsam und dann testen wir das gute Stück in einem Rennen, würde ich sagen. So, ich habe mich jetzt für das Rennen Gebirgsüberquerung entschieden, ein Sprintrennen, das ist ganz im Norden der Map zu finden und zwar neben dem Unterschlupf. Und ich habe die Strecke gewählt, weil es sehr viele Kurven hat und wir wollen herausfinden, wie sich das Auto auch in den Kurven schlägt und nicht nur was die Höchstgeschwindigkeit betrifft, weil im Endeffekt geht es beim Rennen ja nicht einfach nur geradeaus, sondern man muss halt die Kurven gut nehmen. Das ist das Einzige, was einen guten Fahrer dann noch ausmachen kann, weil wer halt das schnellere Auto auf einer Geraden hat, der gewinnt. Und ich finde, das ist ja quasi ein Beginn eines Formats jetzt, was auf unserem Kanal stattfindet, wo wir einfach verschiedene Autos nehmen. Wir tendieren jetzt auf jeden Fall nicht auf Supersportwagen, also auf Lamborghinis und so weiter, weil wir wissen alle, dass Lamborghinis schnell sind. Ja. Deswegen möchten wir eher die Autos nehmen, die weiter unten sind auf der Liste. Einfach so, zum Beispiel wie den Chevrolet Bel Air. Der hatte irgendwie 101er Wertung am Anfang oder so. Und was soll man sich da von dem Auto großartigst erwarten? Das ist 1955er Baujahr. Und da möchten wir eher so alte Autos nehmen, zum Beispiel wie auch ein 1er Golf, also ein Golf GTI oder diesen Pickup, der wäre auch verdammt interessant irgendwie. Das ist das billigste Auto im Spiel, kostet 18.000, der wäre auch interessant, was der so drauf hat. Natürlich, das sind wirklich die Autos, die weiter unten stehen in der Liste. Aber auch wir möchten auch Autos nehmen, die einfach so mittelmäßig sind. Ja? So ein Mitsubishi Evo Lancer ist halt wirklich ein extrem schnelles Auto im Spiel. Aber vielleicht so als nächstes Auto habe ich mir vielleicht vorgenommen, ein Dodge Challenger zu nehmen.
weil es wirklich mit Abstand einer meiner Lieblingsautos sind. Ja, ich bin ein extremer Dodge-Fan. Und es gibt nur einen Challenger, glaube ich, im Spiel, und das ist halt eben ein etwas neuerer. Und mich würde echt interessieren, wie schnell die Karre ist, weil ein Dodge ist eigentlich, der kann eigentlich nicht so langsam sein. Nur natürlich, serienmäßig ist das Auto jetzt auch nicht, was weiß ich, wie schnell. Deswegen passt es ganz gut ins Format rein. Und ich muss jetzt hier mal ganz ehrlich sagen, weil wir hier uns ja wirklich auf die Performance hier konzentrieren wollen, dass das Auto richtig geschmeidig um die Kurven fährt einfach. Also ich bin die ganze Zeit voll am Gas und man kommt richtig gut um die Kurven. Also jetzt mal ohne Witz, mit dem Auto könnte man ganz geschmeidig jedes Rennen locker fahren. Aber richtig angenehm, weil natürlich das Auto hat nur 325er Wertung, aber meine Güte, das ist verdammt geil einfach. Also ich muss jetzt mal ehrlich sagen, das Auto ist richtig nice. Man kommt so locker um die Kurven drüber. So, und jetzt zack. Der ist einfach richtig geschmeidig. Und wir sind nicht mal einmal bis jetzt irgendwo richtig dagegen geknallt. Also ganz ehrlich, ich bin verdammt überrascht von dem Auto. Weil ich dachte mir eigentlich, dass ich das wahrscheinlich dann nie wieder benutzen werde nach dem Format. Also nach der Folge quasi. Aber ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass ich das Auto gefahren bin. Also ohne Witz, richtig geil. Oh. Ja, jetzt hatten wir das Max oben, glaube ich. Oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube... das ist das erste Mal, dass ich jetzt nicht gut um die Kurve gekommen habe. Das ist meine Schuld, weil ich nicht fest genug in die F4-Klasse reingedrückt habe. Aber ich finde, in dem Format sollte es so das Ritual sein. Als erstes kaufen wir uns das Auto. Wenn wir logischerweise tun uns auch, so gut es geht, ohne High-Hit-Time und versuchen wirklich... Oh Gott, jetzt fahre ich einen Schatz an, weil ich so viel am Reden bin. Und natürlich das Wichtige auch, wir passen keine Autos auf Strecken an oder auf das, oder aufs Driften, bla bla bla, sondern hier geht es wirklich nur darum, die größte Wertung rauszukriegen. Egal was wir einbauen, Hauptsache die größte Wertung, die halt bei 325 in dem Fall liegt, und versuchen und schauen dann halt einfach, was das Auto drauf hat mit der höchsten Wertung. Und als erstes, finde ich, sollten wir das Rennen übernehmen. Wunderbar. Und als zweitens testen wir das Ganze nochmal auf der bekannten Brücke in Need for Speed, wo man so viele High-Speed-Tests macht. Und dann ist man es eigentlich. Weil dann haben wir wirklich die Performance des Autos rausgefunden, das Tuning und die Höchstgeschwindigkeit am Ende. Die Frage ist dann, ob wir es auf der Brücke erreichen, weil, oder halt zum Beispiel bei der Strecke, weil ich glaube, dass wir tatsächlich die Höchstgeschwindigkeit dort oben hatten. Aber mal schauen, wir springen jetzt einfach mal zur Brücke und schauen, wie es dort läuft. Jetzt mal zur Brücke, falls ihr nicht wisst, wo dieser Punkt genau ist, der beginnt. Ich würde sagen, wir fangen mal hier an und arbeiten uns dann hier weiter. Also theoretisch, ja. Ich meine, es ist schwer, wenn man diese Kurve, kann man halt mit nicht so einer hohen Geschwindigkeit nehmen. Aber ich würde mal sagen, wir fangen hier an, dass wir hier schon mal was haben. Und dann arbeiten wir uns hier vorab. Natürlich, man kann jetzt noch nicht mit Highspeed die Kurve nehmen. Aber... Ah, okay, das war richtig scheiße, aber egal. So, und jetzt sind wir hier schon bei der Brücke und zünden jetzt schon mal schnell das Nos, damit wir es vielleicht nachher nochmal freischalten. Gut, das war noch nicht perfekt. Ja, nee, das wird sich nicht ausgehen, dass wir das Nos nochmal freigeschalten bekommen. Nein, 330 auf dieser Geraden. Also ich muss sagen, das ist natürlich ein extrem guter Spot, um die Geschwindigkeit zu testen, aber da muss ich sagen, da waren wir schneller
beim Bergabrennen, also bei der Gebirgsüberquerung. Da waren wir schneller, da hatten wir über 340 oben. Das heißt, man kann einfach die Werte nicht genau messen auf dieser Brücke, weil man nicht das meiste aus dem Auto rausholen kann. Naja, trotzdessen würde ich behaupten, über 350, das bedeutet, wir haben eigentlich fast das Limit rausgeholt, was geht, was bei 349 liegt. Und das haben wir fast, ich habe es nicht genau gesehen, aber vielleicht hatten wir sogar den Top Speed beim Bergabrennen. Aber ich finde das eine gute Formatidee, einfach so Need for Speed, ein schnelles, knackiges Video über ein gewisses Auto. Und falls euch das Format natürlich, ihr kennt das Prozedere, falls euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben, ein Abo da lassen und so weiter und so fort. Und vor allem, wenn euch das Format auch gefallen hat, dann schreibt das auch in die Kommentare, weil ich finde es eigentlich geil, vor allem man kriegt viele Autos dann in die Garage, viele unterschiedliche, kann zwischen sehr vielen Fahrzeugen dann wählen, je öfter wir dieses Format machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!